liebe Leseratten, es gibt wieder ein Aussortiert-Video. Ich möchte euch heute wieder ein paar Bücher zeigen, die ich aussortiert. Ich habe insgesamt 4 Bücher, die ich aussortiert habe. Wie gesagt, wenn jemand ein Buch haben möchte, einfach schreiben. Hallo ihr Leseratten und willkommen zum nächsten Aussortiert-Video. Neben mir steht ein riesengroßer Haufen an Büchern, die ich aussortiert habe, einfach weil. Ich habe lange damit mir gerungen, ob ich diese Bücher aussortiere oder nicht, weil ich eigentlich immer noch wollte, dass ich sie lese, dass ich sie vielleicht doch mag, teilweise auch. Und bei der einen Reihe fehlt mir der erste Band seit ewigen Zeiten und deswegen habe ich beschlossen, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, ich sortiere sie aus und ja, fühle mich gut damit. So, bei der ersten Reihe handelt es sich um die Reihe von Terry Pratchett, die Scheibenwelt. Ich habe hier den Doppelband, wo... Jetzt muss ich wieder gucken. Das Licht der Fantasie und das Erbe des Zauberers drin ist, wo ich das Erbe des Zauberers gelesen habe, weil man ja irgendwie, also quasi das zweite Buch gelesen habe, weil man ja irgendwie mit verschiedenen Zyklen verschieden anfangen kann. Und ich blick da ehrlich gesagt nicht so ganz durch. Und ich muss aber sagen, dass mir die Scheibenwelt nicht ganz so gut gefällt. Alle sagen immer, es ist toll. Ich bin wahrscheinlich einfach nicht so wie andere. Sagen wir es so. Es ist ja oftmals so, dass mir andere Sachen nicht so gut gefallen, was andere toll finden und andersrum. Von daher wundert es mich auch nicht, dass mir das jetzt nicht so gefällt. Ich hätte es mir gewünscht, dass es mir gefällt, weil alle davon schwärmen und mir oft genug empfohlen wurde, Terry Pratchett zu lesen. Aber nein, es ist einfach nicht meins. Und deswegen habe ich jetzt, weil ich eben gar keine Lust habe, zu einem von diesen Büchern zu greifen, weil ich mich davor... nicht gruselig, nicht abschrecke, aber einfach keine Lust habe, einen Terry Pratchett zu lesen, habe ich beschlossen, alle Wendebücher von ihm, die ich hier habe, die ich gehortet habe, als ich noch gehortet habe, so richtig doll, auszusortieren. Das heißt, hier haben wir die Scheibenwelt mit 2 Bänden. Ich packe es mal hier unten hin. Dann haben wir der Zauberhut. Dann irgendwie ein Buch mit ihm, von ihm und Ian Stewart und Jack Gowan. Die Gelehrten der Scheibenwelt, ich habe auch nicht mehr eine Ahnung, was das ist, vielleicht irgendwie ist auch ein Lesezeichen drin, falls jemand Interesse hat, ja, also, So, dann haben wir Weiberregiment, der Zeitdieb, heiße Hüpfer und voll im Bilde. Ja, das sind so die Bücher, die jetzt weg können, die nicht mehr in meinem Regal versauern müssen und ungelesen hier rumstehen müssen. Zumindest die von Terry Pratchett. Kommen wir zur zweiten Reihe, die ich aussortiert habe. Und jetzt muss ich gucken, wie in welcher Reihenfolge die nochmal waren, weil ja alles durcheinander geraten ist. So, wie gesagt, hier fehlt mir seit ewigen Zeiten der erste Band. Und weil die Ausgaben jetzt auch nicht so die besten sind, denn der beste wahrscheinlich der letzte oder so. Aber ja, falls ich jetzt irgendwann Lust dazu haben sollte, kann ich es immer noch lesen. Und ich kann mir auch die Serie angucken. Es ist inzwischen verfilmt worden, soweit ich weiß. Wie viel weiß ich nicht, aber der erste Band auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie gesagt. Die Rede ist von Stephen King. Der Schwarze Turm. Band 2, 3. Egal, 3. Der Dunkle Turm. Verzeihung, der Dunkle Turm. Ich sehe es gerade auf dem anderen, der Dunkle Turm. Es tut mir leid. Da heißt der erste Band Schwarz, oder? Und ich wechsle das immer so ein bisschen. Und das Buch hat mir immer gefehlt. Von daher 3. Dann haben wir Tod, Glas und Wolfsmond. Ja, das sind die 4 Bücher, die ich von der Reihe hatte. Und sie sind ja auch noch nicht mehr so wirklich dünn. Auch so 900 Seiten, so ein bisschen drüber. Mein Gott. Ja, genau. Nimm den Platz weg. Und von daher, falls sich jemand haben möchte, sagt mir gerne Bescheid. Ich gebe sie gerne ab. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.